16 Bars TV heute mit Harris, dem Mann im Haus, dem Mann auf Tour und vis-à-vis. Alchick? Alle Zeit, Alter. Kennst du den Spruch? Ich trinke nie wieder. Aha, dann bist du hier richtig, mein Lieber. Komm, setz dich. Was willst du trinken? Glaub mir, ich kenn die Bar auch von hinten. Ich habe vorhin ein kleines Spiel gespielt mit Hammer und Zirkel, nämlich wie gut sie sich kennen und sich auch gegenseitig einschätzen können. Ich werde dir mal zwei Fragen oder so dazu stellen, weil es mich natürlich auch interessiert. Ihr verbringt da jetzt momentan viel Zeit. Wir haben hier ein Bild, ja, von Hammer und ein Bild von Zirkel. Und ich stelle dir quasi eine Frage über die beiden und du hältst einfach nur hoch, auf wen die Antwort sozusagen zutrifft. Mhm. Wir machen das natürlich jetzt nicht so ausgeweitet wie vorhin, aber zum Beispiel habe ich die Frage gestellt, wer isst mehr? Eindeutig, oder? Mhm. Da waren sie sich auch sehr sicher. Wer von den beiden ist zickiger? Wie macht sich das bemerkbar? Ich glaube durch den Stress, dass er die ganze Zeit fahren muss. Okay. So. Aber zickig würde ich das jetzt auch nicht nennen. So. Er hat halt dann mal nicht 24 Stunden gute Laune. So. Das sind dann halt dann vielleicht nur 23, 45 Minuten. Wer von den beiden ist klüger? Oh shit. Nein, das geht nicht. Keine Ahnung, Alter. Unterhaltet ihr euch so über so Sachen wie Politik, verfolgt ihr aktuelles Weltgeschehen? Da könnte man ja gucken, wer... Wir reden gar nicht. Wo kommen wir denn hin, dass ich mit meinem Voreck rede? Das wäre ja nun echt... Nee. Die müssen nur dir Kaffee holen und ansonsten ignorierst du die aber komplett. Ja, Kaffee dürfen sie mir noch nicht mal holen. Das ist eigentlich schon zu krass wieder. Also wenn man mir Kaffee holen darf, so, dann ist schon Auszeichnung. So. Aber wenn ich jetzt echt sagen müsste, wer... Oh Gott, Alter. Dann würde ich ja sagen. Die beiden haben sich vorhin für Zirke entschieden. Okay. Wieso würdest du Hammer sagen? Weil er mehr isst. Deswegen ist er klüger. Ja, also nimmt mehr Vitamine zu sich und so und dadurch hat er dann, glaube ich, auch einen größeren Schaltkreis. Könnte aber eventuell auch die Synapsen verstopfen oder so. Nee, der ist schon gesund. Okay. Also so wie ich halt, so Burger King, McDonald's, Pizza Hut, KFC und so, immer alles rein damit. Das ist natürlich super fürs Gehirn. Überkrass. Ja. Brain Food nennt man das. Und wer von den beiden ist unordentlicher? Er. Er lässt immer überall sein Zeug liegen. Ja. Schimpfst du dann auch mit ihm? Nein, das macht dann er. Wir können ja nochmal über einen Song sprechen, der natürlich, weiß ja, für sehr, sehr viel Aufregung gesorgt hat. Nämlich Nur ein Augenblick, in den Medien auf jeden Fall. Er hat ihn geschrieben. Er? Das war das nicht, er war das. Du bist jung, schwarze Haare, braune Augen, dunkle Haut. Glaube mir, ich kenne diese Scheißblicke auf dieser bestimmte. Du scheiß Kanackenblick, aber das ist nicht Deutschland, das ist nur ein Augenblick. Du bist jung. Es gab ja sehr viel positives Feedback dazu, aber auch sehr viel negatives. Hast du selber noch in Erinnerung, was für dich so das schönste Kommentar und vielleicht auch das schlimmste in dieser ganzen Debatte war? Also, was heißt schönstes? Krasseste war, dass ich auf dem Kölner Ring war zum Beispiel und da sind ja viele Schwarzköpfe und dann kam so eine Horde auf mich zu und die hat auch auf mich gezeigt und so und dann dachte ich jetzt erstmal Action und so und dann, das waren irgendwie Russen oder sowas, die dann halt irgendwie erst seit 2 Jahren da waren, gemixt mit Albanern und so und die haben dann in gebrochenem Deutsch gesagt, so wie geil sie den Song finden und wie recht ich doch habe, dass wenn man dann halt hierher kommt als Gast, dass man sich dann halt benehmen sollte, Deutsch lernen und dann halt auch die Deutschen akzeptieren und das fand ich dann schon krass so. Auf jeden Fall. Und gab es irgendwas, was du gehört hast, was dich irgendwie vielleicht auch verletzt hat oder was du nicht verstanden hast in dieser ganzen Debatte um den Song? Mehr denn so diese Standardsprüche wie ich bin Nazi oder ich versuche da auf diesen Sarrazin-Zug aufzuspringen oder so und habe halt dann schnell einen Song gemacht oder so oder endlich mal ein Ausländer, der das sagt. So, das mag ich denn nicht. So. Aber ansonsten, man kann es nicht jedem recht machen, so, weißt du, und das ist meine Meinung, die haben ihre Meinung, muss respektiert werden, genau wie meine und fertig. Sido hat sich ja diesbezüglich auch in dem Track hier 2010 mehr oder weniger dazu geäußert oder er hat dich erwähnt. Man könnte es jetzt darauf beziehen, er hat gesagt, zum ersten Mal sagt jemand, zum ersten Mal sagt jemand, Harry mag ich nicht. Ja, so ist das, wenn man sagt, wie es ist. War es darauf bezogen, auf diesen Song, dass du dich sozusagen geäußert hast zu dieser ganzen Debatte und dass deswegen dann auch negative Stimmen dir gegenüber gekommen sind? Ja, das war so gemeint, weil das ja dann eigentlich schon, ich sag jetzt mal,
bekannt ist, dass halt eigentlich jeder mit mir klarkommt und respektiert so, bla. Ich bin jetzt nicht in diesen Battles drin oder was auch immer, Beef-Sachen. Und eigentlich komme ich mit jedem klar. Und da habe ich dann halt mal irgendwie einen Nerv getroffen, wo dann halt, denke ich mal, auch viele Leute, die eigentlich nie ein Problem mit mir hatten, dann sagen so, verstehe ich nicht oder ey, wie kann er sowas sagen? Aber wie gesagt, man kann es nicht jedem recht machen. So. Und wenn man den Song nicht hören will, dann man muss ihn ja nicht hören, so kann er einfach ausmachen. Aber nervt dich das selber, dass oft ja irgendwie Leute immer sagen, ja, Harry mag halt jeder, alle lieben mögen Harry. Das kennt man ja auch noch aus dem Masimoto-Song, dass dich alle mögen, deswegen ist es ja nicht schwer, dich zu hassen sozusagen. Stresst dieses Image auch so ein bisschen? Nö, eigentlich nicht. Ich bin eigentlich sehr zufrieden damit so. Weil ich eigentlich keine Zeit damit verschwenden will, Songs zu schreiben gegen jemanden oder so oder für jemanden, um mich zu erklären oder sonstiges. So ein Interview oder unter vier Augen kann man sowas machen, gerade unter Rappern. Es muss dann nicht immer ganz Deutschland mitkriegen, was worüber sich Rapper unterhalten, auch in Interviews über andere Rapper reden oder so, ist halt nicht die feine Englische, finde ich halt so. Obwohl es natürlich manchmal auch hilfreich ist, wenn Leute polarisieren, aber das willst du nicht. Klar, aber mache ich ja auch, weil jeder mich mag. Also die Sachen, die ich mache, mag ja jeder, also polarisiere ich auch. Weißt du? Oder? Ja. Könnte man so sagen, du polarisierst damit, dass dich alle mögen. Also, ja. Hast du denn irgendwie vielleicht auch durch diesen Nur-ein-Augenblick-Song vielleicht Fans sogar verloren, die irgendwie gesagt haben, sie fühlen sich angegriffen dadurch? Vielleicht mit Migrationshintergrund, hast du sowas mitgekriegt? Nur von einem, der diesen Antwort-Track auf mich gemacht hat, so. Von dem habe ich halt gehört von Freunden von ihnen, dass der wohl ein riesen GBZ-Harris-Fan war und halt sichtlich enttäuscht war, wie ich so einen Song machen kann. Der ist ja, also ich habe ja dann auch recherchiert und gemerkt, dass er so ein Polit-Rapper ist irgendwie und halt auch gegen Deutschland so und gerade deswegen habe ich dann vielleicht auch so einen Song gemacht, dass der dann von mir enttäuscht ist als Fan, so, das tut mir dann auch leid so, ich habe ja noch genug andere gute Songs so, die halt nicht politisch sind und ich fand jetzt seine Antwort jetzt auch nicht wirklich krass oder so, hat mich jetzt auch nicht wirklich berührt, der hat halt seine Meinung gesagt, die muss ich akzeptieren, respektieren, fertig. Hast du dich mit dem auch nicht groß auseinandergesetzt? Nein, sondern auf gar keinen. Ich habe sogar sein Lied gepostet. Angriff ist die beste Verteidigung. Gar nicht mal. Also ich finde ja auch so, selbst Leute, die dann so gerade Facebook und sowas, ist ja auch sehr parteiisch. Da sind ja meistens nur Fans von dem Künstler dann halt. Will ich ja dann auch, dass meine Leute sehen, so ey, da gibt es auch Gegenwind. So. Es ist ja nicht nur alles pro. So, weißt du? Und da soll sich ja jeder seine eigene Meinung machen. So. Und viele haben ja auch geschrieben, so ey, ich finde Harrys Song cool, ich finde den Song aber auch gut so, weil so und so und so und so. Und das, ich will mich da auch nicht verstecken vor oder sowas. Das mache ich auf gar keinen Fall. Beschäftigst du dich denn sonst viel mit Politik? Also wir haben ja vorhin schon, ich habe ja gefragt, ob ihr zum Beispiel untereinander über sowas redet. Also verfolgst du momentan aktuell Dinge, die in Ägypten passieren, in Libyen? Bist du da dabei? Interessierst du dich dafür? Ich sehe das, ich bekomme das mit. Fieber da jetzt aber nicht mit oder sowas. Polit-Sachen kriege ich mit, so wie Gutenberg jetzt gerade oder so. Weiß dann aber auch nur mal gerade die Hälfte, worum es denn auch wirklich geht oder so. Darum versuche ich da auch nicht großartig mitzureden oder sowas. Wir unterhalten uns darüber. Ich glaube, wir haben gestern über zu Gutenberg geredet, so, weil er dann vorgestern ja dann da seinen Bundestag-Action-Jackson hatte und jeder hat da halt eine andere Meinung zu. Wie ist deine dazu? Ich finde den sympathisch einfach so. Also ich war erschrocken, als ich dann vor ein paar Wochen gehört habe, dass er bei der CSU ist. Also wusste sie nicht. Nee, siehst du, so viel interessiere ich mich nicht dafür. Mhm. So. Ich sehe den Typen so, das ist für mich ein Typ so und ich finde cool, was der macht, ich finde cool, was seine Frau macht so und wie er rüberkommt einfach und wie diese ganzen, ich nenne es jetzt mal Skandale an ihn, abblocken so und so. Ich habe vor einem halben Jahr oder so gesagt, das ist unser zukünftiger Kanzler auf jeden Fall. Aber meinst du, dass das jetzt seine Karriere vielleicht auf Dauer geschadet hat oder dass er sich rehabilitieren kann? Ich glaube, der wird trotzdem noch unser Kanzler. Auf jeden Fall. Findest du es denn okay? Also du sagst, ja, hier mal ein bisschen abschreiben oder keine Quellenangabe machen, ist nicht so wild. Also ist es übertrieben. Ich glaube, der Typ ist einfach, für mich ist es so ein JFK-Effekt. So. Der ist halt überall beliebt, so, weißt du? Und der tritt halt bestimmten Leuten, die halt gerade noch die Hebel haben, auf die Füße. So. Und das wollen die Leute nicht. Darum versuchen sie, ihn dann schlecht zu machen. Also so sehe ich das zumindest. Ich will gar nicht wissen, wie viele von den Typen, die alle auf ihn feuern, auch abgeguckt haben oder sonstige Scheiße gebaut haben in ihrem Leben, um dahin zu kommen, wo sie jetzt gerade sind. Ärsche geleckt, Ärsche irgendwo reingestopft oder sonstiges. Und ich finde einfach, jeder macht Fehler so, jeder hat so seine Probleme, gerade wenn man denn so ein engagierter Mensch ist wie er vielleicht. Und dann alles unter einem Hut zu bekommen, ist dann schon ein bisschen heavy auf jeden Fall. Und ich will es gar nicht entschuldigen, so, wenn der eine Doktorarbeit schreibt und dann abschreibt, dann ist schon ein bisschen problematisch, aber das jetzt so riesengroß so darzustellen, ja mein Gott.
Ich glaube, mit deiner Meinung zu Gutenberg hast du auf jeden Fall auch wieder einen Punkt, mit dem du polarisieren kannst. Es gibt ja extrem viele Leute, die ihn riesen scheiße finden. Ja, ist okay. Sollen sie ihn alle scheiße finden. Ich finde ihn cool. Scheiß Alkohol. Sehr lieber. Du machst mein Glas mal voll. Ja. Scheiß Alkohol. Wie wird es denn in Zukunft mit dir weitergehen? Was steht als nächstes an? Gehst du ins Studio? Was passiert nach der Tour? Nach der Tour erstmal Blutwäsche machen. Dann endlich wieder zu Frau und Kinder auf jeden Fall erstmal. Ich glaube, dann machen wir auch erstmal Urlaub, Frau und Kinder. Wo geht's hin? Egal. Wird nicht verraten? Nein. Kein Bock auf Fans? Nee, weil reicht jetzt erstmal. Da wo ich hingehe, sind auch Fans. Also ich gehe da, das ist ein Mix aus Arbeiten und halt chillen. Ansonsten mache ich den Kinder-Rap-Sampler immer noch. Viel auflegen, Studio auf jeden Fall. KD will schon die ganze Zeit wieder ins Studio gehen und neue Sachen aufnehmen. Wir haben ja auch noch jede Menge andere Sachen. Max will ein Mixtape machen, wo ich ein paar Songs drauf machen soll. KD will ein Produzentenalbum machen, wo ich halt ein paar Sachen schreiben soll. Also ich habe genug zu tun auf jeden Fall. Dann haben wir Patriot immer noch, Radioshow halt jeden zweiten Sonntag von 22 bis 23 Uhr auf GMFM. Nur Deutschrap. Ja. Du hast vorhin hinter den Kulissen hier Hammer und Zirke mehr oder weniger herausgefordert und hast gesagt, wir können nochmal Rap-Quiz gegeneinander machen. War es ernst gemeint? Würdest du dich gewachsen fühlen, Rap-Quiz zu spielen? Gegen jeden. Möchtest du jemanden herausfordern? Mir egal. So. Kann kommen, wenn einer, es geht ja nur, dass der Champion aussuchen kann oder so, oder sucht ihr das aus? Im Endeffekt suchst du der Champion aus. Als ich damals gewonnen habe, ich ihn gleich angerufen, so, ich will gegen dich, sofort. Aber er wollte nicht. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie das kam. So. Wir haben dann nicht mehr drüber geredet. So. Apropos Siggi, stimmt, da habe ich auch noch eine Frage. Was ich ganz interessant fand für deine Tour, hast du ja mehrere Tour-Video-Blog-Teaser sozusagen gemacht. Und da war ja auch Fahrt dabei. Ich habe dann gesehen, dass Sido sozusagen, glaube ich, das auch kommentiert hat. War das ein Problem? Also habt ihr das irgendwie vorher... Facebook, Alter. Ja, Facebook ist fies und gemein. Hast du mit ihm darüber vorher gesprochen, dass Fahrt sozusagen so ein Tour-Teaser macht? Mit Siggi? Also geht es da irgendwie um Loyalität oder ist es komplett egal? Ich glaube, das ist, glaube ich, warum die Leute mich lieben, weil ich keinen Bock habe auf so einen Kindergarten. So, wenn die ein Problem haben miteinander, dann ist es okay. Siggi weiß, dass ich Fahrt feier bis zum Umkippen und darum ist mir das eigentlich vollkommen Latte so. Genauso Latte, wie er darunter schreibt, gefällt mir nicht. Im Gegenteil, ich finde es dann sogar noch lustig, weißt du so. Weil dann kommen dann so eine Fragen und so und ich kann wieder sagen, mir ist es egal. So. Und also ich habe ja so die Bandbreite durchgehend, ich habe auch jede Menge andere Rapper auch noch angeschrieben und Produzenten und weiß ich was nicht alles, haben nicht alle geschafft so und da waren auch Leute dabei, die dann halt vielleicht Siggi gar nicht leiden kann oder vielleicht sogar Fahrt nicht leiden kann oder wer auch immer nicht leiden kann. Sie machen es ja wegen mir. Sie machen es ja nicht wegen denn Siggi wegen Fahrt oder Fahrt wegen Siggi, sondern es ist ja für mich so. Und von daher nochmal Gruß an alle, die einen gemacht haben, überteilt, Alter. Also du bist in der Hinsicht quasi die Schweiz komplett neutral, dir ist das auch alles komplett Latte. Ich versuche es auf jeden Fall so. Also sofern ich nicht angegriffen werde oder so oder da irgendwie mal so einen Seitenhieb kriege, ich teile auch gerne aus so einen Seitenhieb, so wenn es denn sein muss, aber muss nicht sein. Können alle Kusselrap 2011 machen, war ja schon ein guter Anfang dieses Jahr. Wen meinst du? Ach, allgemein alles. So. Ich finde es ja gut, weißt du, also lieber Frieden als Krieg auf jeden Fall. Also der Meinung bin ich, weil ich glaube, wir können alle zusammen viel, viel, viel mehr Geld machen und Erfolg haben, wenn wir uns nicht die ganze Zeit versuchen abzustechen. Das sind doch schöne abschließende Worte. Oder? Ich wünsche dir auf jeden Fall wunderbare letzte Auftritte heute Osnabrück und viel Glück, viel Spaß, viel Erfolg, viel Gesundheit. Dankeschön. Tata.